Es muss eine Treppe zum Glockenstuhl hinauf geben. Aber wir gucken erstmal auf den Friedhof. Buch von J.S. Collins. Der Fotograf muss eines dieser Bücher wohl für wichtiger gehalten haben als andere. Ach ja? Hinter dem Efeu kann ich etwas erkennen. Eine Drei-Tasten-Maus. Sieht wie eine Vertiefung für irgendetwas aus, okay. Seltsam. Kein Schloss am Tor. Okay, das heißt, wir müssen da was einsetzen, dann geht das Tor auf. Das Teil haben wir aber noch nicht. Aber wir können erstmal diese Kerze mitnehmen. Und den Rest der Kerzen hingegen nicht. Die sind doch alle untot, oder? Natürlich. Schnell aufschreiben. Alle Bewohner in der Kirche versammelt und in eine Art Trance verfallen. Wer hat sie hypnotisiert? Oder was? Na, so viele Möglichkeiten haben wir da ja wohl nicht. So, das ist das Versteck des Predigers. Können wir mit dem Buch schon irgendwas anfangen? Ah, das gehört noch zu der Glocke, okay. Es scheint, die Glocke war eine Art Medium, um die Bürger von Maple Creek zu hypnotisieren, zu verhexen. Und sie für irgendein dunkles Ritual in die Kirche zu locken. Ich muss die Glocke zum Schweigen bringen. Okay, das ist offenbar alles, was wir vorerst machen können. Ich gehe lieber keinen Schritt weiter. Die Leute machen mir Angst. Okay. Die Glocke scheint nur durch Kletterkunst erreichbar zu sein. Tja, das hilft uns jetzt auch nicht so richtig weiter. Zwei von drei Kerzen, einen Meißel, einen Anhänger und immer noch den Lappen. Verpasst der Glocke einen Schalldämpfer? An das Ding kommen wir immer noch nicht ran, ne? Nee. Ich habe auch ehrlich gesagt null Ahnung, was wir mit den Kerzen machen sollen. Das Auto reparieren wir bestimmt zum Schluss und hauen dann damit ab, nachdem wir den Baum weggeräumt haben. Hier geht nichts. Okay, die Leiche ist noch da. Irgendwie habe ich erwartet, dass sie jetzt auch weg ist. Wir kommen auch immer noch nicht an den Korken, ne? Sehr eigenartig. Mein häufigster Satz in diesem Let's Play ist, das hilft uns jetzt auch nicht so richtig weiter. Ja, aber es ist ja auch ständig so. Also es ist immer so, okay, wir machen hier dies und das und aber so die große Erleuchtung hat es jetzt doch nicht gebracht. Ich höre Schritte. Ich nicht. Halt auch original keine Ahnung, was wir mit den Kerzen machen sollen oder mit dem Meißel. Also es gibt einfach... Hat uns vielleicht noch wer was Nettes hingeschrieben? Nein. Können wir hier nochmal wimmeln?
Ja, natürlich. Gartenschere, Gartenzwerg. Natürlich lese ich erst irgendwelche Sachen. Niemals den Anfang. Vorhängeschloss. Hier ist schon mal die Gartenschere. Hier ist das Vorhängeschloss. Oh, wir brauchen wieder eine Pillenpalette. Also eine Blisterpackung. Eine Fledermaus und eine Taschenuhr. Hier ist schon mal die Taschenuhr. Brauchen wir eine Schere? Nee, aber nachdem wir vorhin grüne Trauben gesammelt haben, brauchen wir jetzt blaue Trauben. Außerdem eine Brieftasche. Hab ich hier nicht gerade schon irgendwo einen Dollar rauslugen sehen? Hier, aber das ist keine Brieftasche. Hier ist die Brieftasche. Fledermaus ist hier auf dem Stiefel. Ein Fernglas und ein Seil. Haben wir das Brecheisen nicht vorhin mitgenommen? Also wir haben es nicht aufgesammelt, aber wir haben es mitgenommen. Hier ist das Seil übrigens. Wo ist denn mal die... Sag mal, das Pillendinge, das hatten wir doch schon mal irgendwo. Also da, wo wir es schon mal eingesammelt haben. Ich habe das aber auch noch irgendwo gesehen. Aber es scheint nicht hier gewesen zu sein. Das Fernglas ist definitiv schon mal hier. Eine Baskenmütze. Nehmen wir doch die so lange. Nummernschild. Das haben wir bislang völlig überlesen, dass wir das brauchen. Gartenzwerg und Pillen. Gartenzwerg sollte ja eigentlich relativ auffällig sein. Eigentlich. Ist das der Gartenzwerg? Nein. Hier. Und der Pillengedönse? Das wird's. Nee. Also hinter der Kamera ist es auch nicht. Hier. Okay, dann haben wir jetzt ein Seil und dann gehen wir erstmal wieder hoch und dann gehen wir runter. Und knoten das hier fest. Und dann kommen wir vielleicht in den Glockenturm. Oder auf dem Baum, wo der Zettel hängt. Wahrscheinlich eher an den Glockenturm. Können das mal hier probieren? Nein. Sehr unauffällig. Merkwürdig. Der Glockenmechanismus ist kaputt, doch die Glocke schlägt unermüdlich weiter. Geisterschwengel. Die Glocke ist aus der Nähe noch unheimlicher. Dieses dämonische Licht. Die Aufhängung ist vom Rost zerfressen. Sie kann die Glocke kaum noch tragen. Ja, dann ist der Meißel doch genau das Richtige. Scheint von Geisterhand geläutet zu werden. Okay, ich muss hier raus, ist mir zu laut. Okay, wir können jetzt bestimmt die Säure aus dem Auto verwenden, also von der Autobatterie, um... Können wir mit dem Lappen die Säure aufnehmen? Nee. Aber damit können wir bestimmt, dann das restliche, die restliche Aufhängung da wegätzen. Ich denke, das geht. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Wir müssen theoretisch auch noch irgendwie das Fernglas sauber kriegen. Die Batterie hochtragen, ja. Also A, sind wir dafür wahrscheinlich zu schwach.
Außerdem tritt da Säure aus. Weswegen man das vielleicht jetzt nicht unbedingt durch die Gegend tragen möchte. Aber ich denke, wir können die Batterie auch einfach nicht ausbauen. Hätte ich mal die Tasse nicht kaputt gemacht, ja. Ich habe die Tasse gar nicht kaputt gemacht. Der Motor ist noch heiß. Das Auto steht hier seit Stunden. Motor ist noch heiß. Am Arsch. Irgendwie. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass wir hier nochmal wimmeln können. Und ich meine 5 Quietscheenten einsammeln kann. Die Batterie des Kletterseils hochtragen. Ach, die bauen uns einen Rucksack. Jetzt können wir hier wimmeln. Ach, hier war das mit den Quietscheenten. Und die brauchen wir gar nicht. Ich bin schwer enttäuscht. 2 Handschuhe brauchen wir. Und eine Fliegenklatsche. Signalhorn. Das wird nicht das hier sein. Gießkanne, Ventilator. Alter, ich sehe nichts davon. Hier ist der Ventilator. Handschuhe. Hier. Das sind auch 2, finde ich. Da hingen 2 Stück dran. Zählt das nicht als 2 Handschuhe? Unfassbar. Hier ist die Fliegenklatsche. Kaminschaufel und Perlenkette. Hier ist die Perlenkette. Hier ist keine Schlüssel. Oh, den Schlüssel habe ich vorhin schon gesehen. Und das werden nicht die Dinger hier gewesen sein. Nee, irgendwo habe ich hier vorhin schon einen Schlüssel. Hier. Pumpe, Adler und Blatt. Das ist der Adler. Das ist das Blatt. Eine Pumpe. Ich weiß nicht, was die für eine Pumpe meinen. Hier sind noch Handschuhe. Ein Pfannenwender. Sehe ich jetzt erst. Der muss im Handschuhfach sein. Jedes gute Handschuhfach gehört ein Pfannenwender. Hier ist die Gießkanne. Signalhorn ist das. Nein, das ist es nicht. Pumpe, Signalhorn, Kaminschaufel und Pfannenwender. Was ist das hier? Nichts Tolles, okay. Von was für einer Pumpe sprechen wir eigentlich? Reden wir von so einer Luftpumpe oder? Kaminschaufel, das war ein Kehrblech, keine Kaminschaufel. Okay. Fehlt das Signalhorn, Pumpe und Pfannenwender. Hier ist der Pfannenwender. Was darf ich denn unter Signalhorn verstehen? Eigentlich das hier. Und die Pumpe. Keine Ahnung, Pumpe könnte hier halt gerade gefühlt alles sein irgendwie. Ich habe null Ahnung nach, was ich ausschalten muss. Hier, da ist sie. Rostiger Schlüssel. Wofür brauchen wir denn gerade einen Schlüssel? Ist noch irgendwas abgeschlossen? Ich wollte wo drüber springen? Was? Oh! Okay. Zwecklos. Der Boden hat einen Riss. Ach, der Boden der Gießkanne. Okay. Kein Wasser. Vielleicht haben sie es wegen des frühen Frosts abgedreht. Und wir wimmeln schon wieder. Also mit Wimmelszenen haben sie hier definitiv nicht gespart.
Eine Kaffeemühle. Hier haben wir sie. Klebeband brauchen wir. Das. Nee, ist es nicht. Hufeisen, Krawatte, Radkreuz. Das Radkreuz ist hier. Eine Schaufel. Ist das. Nee, das ist keine Schaufel. Brauchen wir ein Hufeisen? Ja, hier hängt es. Zahnrad, Kamera, Laterne. Zange, Socke, Apfel. Gut. Da ist die Schaufel. Klebeband. Was ist das hier? Nix. Zahnrad und eine Kamera. Gerade die Kamera müsste ja eigentlich relativ auffällig sein. Hier ist schon wieder so ein Quietschhörnchen. Hier ist die Kamera. Ein Hammer würde ich sehen, aber ist das zählt. Das war eine Zange? Okay, es hätte auch eine Gartenschere sein können. Aber meinetwegen ist das eine Zange. Krawatte ist bestimmt irgendwo an der Wand, würde ich fast vermuten, oder? Ah, nee, hier. So fehlt immer noch das Klebeband. Ich weiß nicht, ist das so eine ganze Rolle oder ist das nur so ein Streifen? Das ist bestimmt die Socke, oder? Jawohl. Zahnrad, Laterne und Apfel. Hier ist der Apfel. So, Zahnrad und Laterne. Wir haben hier unten noch voll wenig weggenommen. Hier ist die Laterne. Hier ist das Zahnrad. Fehlt immer noch das Klebeband. Ich denke immer, hier ist so eine Paketklebebandrolle. Um die Uhr ist sie aber nicht. Klebeband. Vor allem werden die Wimmelbilder konsequent recycelt, bis sie leer sind. Ich sag nur 5 Quietschhähnchen. Ich weiß nicht, also bislang haben wir ja keine Wimmelszene häufiger als 2-mal gemacht. Und vielleicht sind die Quietschhähnchen auch einfach nur so ein irgendwie Gimmick. Dass die halt in jedem Wimmelbild ein Quietschhähnchen mindestens gepackt haben, weil sie Bock hatten. Also ich meine, es schreit schon ein bisschen danach, dass wir irgendwann 5 Quietschhähnchen in dem Wimmelbild sammeln müssen, aber... Vielleicht auch nicht. Und erstmal brauchen wir Klebeband. Und ich sehe es nicht. Ist das hier oben in dem Haufen irgendwie drin? Das ist Schnur. Nee. Delfin. Mal wieder. Auch nicht der erste. Hier hinter der Brille? Nix. Okay. Also entweder ist es wirklich irgendwo mittendrin oder irgendwo ganz, ganz am Rand. Ist das hier? Nix. Hat halt auch nach irgendwie keine Ahnung, nach was man wirklich, also ob man wirklich nach so einer Rolle Ausschau hält. Lustig wäre es, wenn es oben links liegt. Nee, also hinter der Kamera ist nur der Rest vom Rucksack. Ein Bügeleisen ist da. Hier so, hier ist das der Anfang vom Bügeleisen. Und hinter der Kamera ist tatsächlich das Regal einfach leer und da ist so ein Spinnennetz. Mehr ist da halt nicht. Was hier noch ist, ist halt ein Frosch. Aber der ist auch nicht aus Klebeband. Da gucke ich auch immer zuerst hin, weil ihr mir da nicht helfen könnt, im Zweifelsfall. Ich suche irgendwie zwangsläufig nach so einer... Schau mal beim Klebeband. Die Tasche, ich finde, der Streifen sieht merkwürdig aus. Der Streifen hier? Nicht so.
Oder die Tasche hier. Okay, für Fehlklicks fallen hier jetzt offenbar Blätter runter, weil ich zu oft falsch geklickt habe. Aber auch nur kurzzeitig. Sehr mysteriös. Oh, Moment. Also es könnte auch ein Übersetzungsfehler sein. Aber irgendwie glaube ich da noch nicht dran. Ich glaube, wir sehen es einfach nicht. Also, wenn das im Original Tape heißt, könnten wir halt auch eine Kassette suchen. Und es ist eine Kassette und sie liegt hier. Können wir natürlich lange nach Klebeband gucken.